Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Vor kurzem gab es eine kleine Umfrage auf meinem Community Tab, ob ihr euch wieder mehr Apex Legends News Updates wünscht. Es ist nicht so, dass ich keinen Bock habe, aber zurzeit gibt es tatsächlich echt wenig wirklich. Und da geht es wirklich um das Interessante, wo ich sage, das lohnt sich auch ein Video drüber zu machen. Da fehlt es bei Apex Legends einfach zurzeit. Es gibt eine Menge, was ich zusammentragen könnte, was man berichten könnte. Es ist aber einfach nicht die Knallerinformation. Wobei ich heute aber eine Information dabei habe, wenn das in Publix irgendwann kommt, gerade für alle Content Creator, die gerne ihre Gameplays hochladen, könnte das ein mega, mega Feature werden. Bleibt dran, ich lege gleich damit los. Also, um was ging es nochmal in der Umfrage? Das möchte ich nur ganz kurz anreißen. Es gibt immer mal kleinere Informationen. Die werde ich in Zukunft versuchen, auch ebenfalls aufzugreifen, sei es noch so eine kleine Information. Ihr habt zu 75% abgestimmt. Wir haben dich wegen den Apex News hauptsächlich abonniert. Hau raus, was du hast, egal wie langweilig die Information sein könnte. Ich versuche das auf jeden Fall jetzt öfter. Ich habe aber auch rund um mein Privatleben noch eine Menge Stuff zu tun, was auch ein Grund dafür ist, weil ich zurzeit einfach nicht viel schaffe, was sehr, sehr ärgerlich ist. Dazu später aber auch nochmal eine andere Information. Jetzt hauen wir mal mit der Knallerinformation oder fange ich mit der Knallerinformation an, die wirklich sehr interessant ist. Es wird demnächst wieder ein Tournament starten, wo es um ein Preisgeld von $750.000 geht. Dort kann man sich sogar selber anmelden, wenn man, glaube ich, mindestens Platin-Rang erreicht hat oder aufwärts. Da kannst du dich anmelden. Darum soll es aber mir persönlich jetzt nicht gehen, sondern in diesem Tournament-Modus kommt erstmalig eine Funktion. Ich weiß nicht, ob das eine Testversion ist oder beziehungsweise ich hoffe, dass das ausgiebig ausgereift ist. Eine Free Cam Spectre oder ein Free Cam Spectre Modus soll sich das wohl nennen. Du kannst quasi als Zuschauer wie so eine Art Kamera quer über die ganze Map bewegen und kannst dir aus sämtlichen Perspektiven, die du dir nur vorstellen kannst, die Gunfights der ganzen Pro-Gamer reinziehen. Jetzt stellt euch mal vor, das würde auch im Public kommen. Das wäre doch absolut geil. Gerade für alle Content-Creator, die gerne ihre Gameplays hochladen, wie zum Beispiel She's Got Aim, Old MacMorris, Die Prise Salz und wie sie alle heißen. Ich nehme mich da mal außen vor. Ich mache das nicht mehr ganz so häufig wie früher auf meinem Zweitkanal. Aber wenn du da einen richtig geilen Gunfight hast, wie geil wäre das, wenn du einfach mal aus deiner Perspektive rausgehst, aus der Vogelperspektive oder vielleicht aus der Perspektive der Gegner, dir die Gunfights reinziehen kannst und einfach mal schaust, wie hast du dich eigentlich angestellt, um die ganze Geschichte vielleicht noch ein bisschen actionlastiger zu gestalten. Gab es schon in Call of Duty, in vielen Call of Duty Teilen konntest du das. Das nannte sich Kinomodus. Da konntest du nachträglich in die Runden reinskippen und konntest aus sämtlichen Perspektiven das machen. Eine geile Sache, soll aber bis jetzt nur für den Winter Circuit oder für das Winter Circuit Tournament sein. Und ich gehe aber davon aus, dass wir hoffen können, dass das irgendwann mal eine Geschichte sein wird, die wir public auch benutzen können. Also ich würde es mega geil finden. So, jetzt haben wir noch ein paar andere Informationen. Rampart bekommt einen Buff, habe ich schon mal was zu erzählt. Der erste Buff soll im nächsten Season 7 Collection Event Patch kommen. Wird voraussichtlich entweder die passive Fähigkeit oder die taktische Fähigkeit betreffen. Ich gehe aber eher davon aus, dass es die Barrikade ist, die wahrscheinlich noch ein bisschen gepatcht wird, positiv, also gebufft wird. Und in Season 8 soll es nochmal einen Sheila-Buff geben. Habe ich auch schon mal drüber berichtet. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir, wenn wir die aufstellen, das Sichtfeld wird größer sein. Der Winkel, in dem wir uns bewegen können, wo wir die Gegner abaimen können oder einen bestimmten Bereich abaimen können, der soll wohl vergrößert werden. Finde ich ganz interessant. Rampart wird tatsächlich jetzt nicht ganz so häufig verwendet. Die Macher haben sich aber noch zu Wort gemeldet und haben gesagt, sie wollten sie jetzt nicht zu sehr ändern, nicht, dass nachher Rampart wieder zu overpowered ist und dann wird wieder nur noch Rampart gespielt. Quasi als würde es eine neue Season starten und alle wollen erstmal nur die neue Legende zocken. Das ist auch ziemlich nervig. Dann gibt es Informationen. Das Pathfinder Questbook, habe ich schon mal drüber berichtet, vor Ewigkeiten habe ich mir das vorbestellt. Ich glaube, das ist aus meinem Vorbestellerpool rausgeflogen und ich glaube, ich habe das Geld gut geschrieben bekommen. Ich habe es in meinen Bestellungen nicht mehr gefunden. Man kann das Buch jetzt wieder vorbestellen, kostet 35€ und soll am 2. Februar, quasi zum zweiten Geburtstag von Apex Legends, erscheinen. Um was geht's? Pathfinder versucht
über irgendwelche Interviews. In dem gesamten Buch versucht er irgendwie seinen Erschaffer ausfindig zu machen. Dort gibt es aber noch mehrere interessante Hintergrundgeschichten aller anderen Legenden. Dort geht es nicht ausschließlich nur um Pathfinder, aber wohl hauptsächlich das dazu. Jetzt gibt es noch, wer alle Waffencharms unbedingt haben will oder es anstrebt, jeden möglichen Mist mitzunehmen. Mist in Anführungsstrichen. Wir können ihn jetzt seit dem 11. Dezember, wenn wir uns anmelden, das bekommst du als Feedback gar nicht mit, jedenfalls habe ich es nicht mitbekommen, bekommen wir diesen Guncharm. Denn Respawn hat ein neues Spiel rausgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon draußen ist. Medal of Honor Above and Beyond ist rausgekommen oder ist in Erscheinung, sage ich jetzt einfach mal. Weil mich das Spiel nicht interessiert, weiß ich das tatsächlich aktuell überhaupt nicht. Und in Anlehnung an dieses Spiel gibt es diesen Waffencharm. Der ist auch schon im Spiel drin. Man muss aber eine Weile suchen. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, man bekommt vielleicht ein Feedback, wenn du jetzt in dein Loadout gehst auf die Guncharms. Ist das ein lila Waffencharm? Und alphabetisch geordnet ist er hier. Menon heißt dieses Teil. Ja, kann man haben, muss man nicht. Das einfach der Vollständigkeit halber, dass ihr Bescheid wisst, dass es da was Neues gibt und ihr euch vielleicht wundert, wenn ihr den zufällig entdeckt, was das überhaupt für einen Sinn hat. Was gibt es noch? Ja, vor ein paar Tagen gab es noch einen kleinen Patch, den haben wir gar nicht mitbekommen. Ich glaube, der musste nicht mal runtergeladen werden. Ein Server-Patch, denn das Train-Event oder das Holo-Bash-Event hat eine Menge Probleme. Hier und da stirbt man einfach mal durch irgendwelche Barrikaden von Rampart oder man kann gegen irgendeine Wand geboxt werden, auf einmal fällt man hin. Oder man kann schon gedownt werden vom Gegner, während wir noch gar nicht die Kontrolle über unseren Charakter haben, wenn wir gerespawnt werden in einer neuen Runde. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die gepatcht wurden. Und es gab noch einen Sentinel-Patch. Dort war es wohl so, dass man, das ist ein sehr seltener Bug, der ist ganz, ganz selten aufgetreten, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, dass man, während man mit einer Schildzelle seine Sentinel auflädt, dass man auf einmal drauf geht, keine Ahnung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das mal mitbekommen habt, diesen Fehler. Ich habe ihn bis jetzt nicht mitbekommen. Ladies and Gentlemen, das war es jetzt soweit von meinem seit langem mal wieder News-Update in Apex Legends. Lasst dem Video wie immer gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.